Liebe Kolleginnen und Kollegen der Osnabrücker Werkstätten, heute wende ich mich auf diesem ungewohnten Weg mit einer Videobotschaft an Sie. In dieser schwierigen Zeit, in der das Coronavirus und die damit verbundenen Handlungsnotwendigkeiten nicht nur unser berufliches Handeln, sondern auch unser Freizeitverhalten bestimmt, ist dies nicht die einzige Neuerung. Jeden Tag erreichen uns neue Meldungen seitens des Ministeriums Niedersachsen für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Informationen der Leistungsträger, der Stadt Osnabrück und des Landkreises. Damit verbunden sind zumeist neue Fragestellungen und selten klare Antworten. Die aktuelle Situation stellt für alle Beteiligten, egal von welcher Stelle, eine große Herausforderung dar. Arbeitsroutinen gibt es nicht. Vieles muss komplett neu gedacht und entwickelt werden. Die Werkstätten haben auf Verlass des Ministeriums den Regelbetrieb eingestellt, aber sie haben nicht geschlossen. Notbetreuung, das ist das neue Schlagwort. Notbetreuung für all die Beschäftigten, die ihre Tagesstruktur in eigener Organisation nicht gestalten können. Also bieten wir diese gerne an und gehen davon aus, dass es von Tag zu Tag mehr Nutzer geben wird. Wir versuchen zumindest in Teilen die Produktion aufrechtzuerhalten. Wenn die Corona-Krise überwunden ist, wird es auch darum gehen, Arbeit und Beschäftigung in gewohntem Maße wieder aufzubauen. Was hat uns die Krise noch gezeigt? Die HO-Familie ist deutlich näher zusammengerückt. Die Gesellschaften unterstützen sich gegenseitig in einer Form, die bislang so nicht gekannt war. Sonderbetreuung im Wohnen und aktive Produktionstätigkeit von Mitarbeitenden der Osnabrücker Werkstätten. Von Ihnen. Ohne Sie wäre das alles nicht möglich. Ich bin stolz auf unsere Teams, ich bin stolz auf Sie und dankbar für Ihren unermüdlichen Einsatz. Bitte, halten Sie sich an die Vorgaben zur Corona-Prävention. Halten Sie sich an Abstandsregelungen und an alles, was sonst noch zu beachten ist. Wir werden diese Situation gemeinsam meistern, werden Antworten auf noch offene Fragen finden und werden uns auch weiterhin gegenseitig über alle Neuerungen informieren. Seien Sie achtsam im Umgang miteinander, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Vielen Dank.